Zack. Guckt euch das mal an, die ganze Halle voller Autos. Der absolute Wahnsinn. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieses Mal besuche ich eine verlassene Ford-Werkstatt. Hier wurden überwiegend Autoreparaturen durchgeführt. Allerdings auch der ein oder andere LKW wurde hier repariert bzw. auseinandergebaut. Hier geht noch ein besonderes Dank an Biohazard Exploring. Die Gruppe verlinke ich nochmal unten drunter. Schaut einfach mal bei denen vorbei. Ich schaue mich jetzt mal hier erstmal im Außenbereich rum. Hier stehen bereits einige Fahrzeuge und im Inneren sollen mehrere Fahrzeuge stehen. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich gehe jetzt mal nochmal hier den Gang zurück. Von da kam ich eben. Da waren die Ersatzteile. Und hier gehen wir jetzt an so einer Strombrücke oder wie man das nennt, vorbei, denn da geht jetzt die Treppe hoch. Eine relativ schmale Treppe. Hier kann ich die Taschenlampe wieder soweit ausmachen. Hier oben kommt wieder Tageslicht rein. Hier sind Nummern. Unten drunter sind Manometer. Ich vermute, dass hier an dem Ort die Autobatterien geladen worden sind. Dass so eine riesige Ladestation war. Hier sind dann die Fächer. Auch hier unten drunter. Da haben dann die Batterien drin gestanden. Und hier oben sind die Pole, wo dann die Stromabgabe erfolgte. Ich weiß gar nicht, wo ich hier rüber gehen soll. Es ist einfach so viel. Hier liegen auch noch irgendwelche Fehler. Hier ist noch ein Sechszylindermotor. Hinten in der Ecke. Ja, müsste ein V8-Motor sein. Und jetzt sind wir hinter dem Gitter, wo wir eben davor gestanden haben. Hier lagern noch jede Menge Reifen. Ah, hier ist dann die Laderampe, wo wir eben davor standen. Und hier liegen noch jede Menge, ja, Stahlseile, vermutlich von irgendwelchen Seilwinden. Hier liegt noch ein Autositz. Verschiedene Unterlagen. Und was ist das hier? Hier sind noch irgendwelche liegen. Könnten auch aus dem Bus sein. Vermutlich für Stempelkarten gewesen. Wir schauen einfach mal durchs Fenster. Ja. Und hier könnt ihr euch mal diese alten Liegen an. Da ist halt genau, warum hier zwei Liegen drin sind. Vielleicht, falls die Arbeiter mal müde waren. Hier auf dem Boden alles voller Papiere. Jetzt kommen wir in das Büro, vermutlich vom Chef oder vom Meister. Hier war dann früher noch die Fensterscheiben drin und hier war so eine kleine Ausgabe für Materialien oder vielleicht war das hier auch einfach ein Lager gewesen für die Mitarbeiter dann. Auch hier alles voller Papiere. Hier ist noch irgend so ein Flyer, auch mit dem Ford-Logo oben drauf. Seht ihr das?
absolute Wahnsinn. Guckt euch Stadt mal an, was hier alles noch steht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach. Hier ist noch mal so ein schöner mit der schönen Farbe von unten. Ja. Paar Beulen, paar Lackabplatzer. Aber sonst noch relativ gut. Hier steht sogar noch ein Boot. Guckt euch das mal an. Hier steht einfach ein Boot drum. Was wirklich traurig ist, dass einfach hier alles immer kaputt gemacht werden muss. War wohl früher mal der Tank einfüllstutzen. Hat jetzt aber auch einen schönen LKW. Guck, da stehen wir von vorne an. Ist das ein Frucht-LKW? Welches Modell? Hier in der Ecke steht auch noch ein schönen roten Flitzer. Hier die Dellen auf dem Dach. Die kommen nur davon, dass hier irgendwelche Deppen die sich auf das Dach stellen und dann darauf rumspringen, wie so gestörte. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Hier steht noch ein weiterer LKW. Also man muss ja wirklich sagen, die früheren Fahrzeuge waren einfach viel, viel geiler. Ist das hier vorne der Kühler? Scheint so. Hier steht. Echt schade, die so zerstört sind. Rote Lederausstattung noch relativ gut erhalten. Das Lenkrad ist noch da. Allerdings die Motorhaube ist ziemlich verbeult. Der bekam keinen TÜV mehr. Alles verrostet. Hier steht jetzt noch ein LKW. Ist relativ interessant. Hier sind sogar noch die Tachoscheiben drin. Und hier hinten ist die Ladefläche. Hier der riesen LKW. Dann gehen wir einfach mal nochmal hier durch. Ich dachte erst, dass hier wäre irgendeine Schnecke, allerdings ist das eine Wendeltreppe. Sieht man mal noch die Fahrzeuge von hinten. Hier kommt man ja teilweise gar nicht rein, wie zugestellt, wie das hier ist. Ja, ich stehe jetzt mal in der Ecke hier. Ich mache jetzt einfach mal einen Rundumschwenk. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Hier stehen auch mindestens wieder 20, 25 Fahrzeuge. Das heißt, wir sind hier bei guten 40 Fahrzeugen, die hier einfach vor sich hingammeln. Dann gehen wir mal hier durch.
das war's auch schon wieder von dieser verlassenen Autowerkstatt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr konntet ein paar Einblicke bekommen. Ich düse jetzt noch ein bisschen weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert auch gerne mal oder lasst einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.